Mann, ey. Felix, was machst du denn da? Ich probiere die Außenspiegel einzustellen. Außenspiegel? Ja. Ach, das ist ja sowas von veraltet. Komm mal mit, ich zeig dir mal die Technik. Einige konnten es sich beim Sketch vielleicht schon denken. Heute zeige ich euch den Audi e-tron. Gerade wegen dem digitalen Außenspiegel ist der e-tron eine absolute Besonderheit. Aber auch unabhängig von den digitalen Außenspiegeln hat Audi mit dem e-tron und dem neuen e-tron GT ordentlich abgerissen und sagt dem Platzhirsch Tesla mit Model 3, S und X ordentlich den Kampf an. Den e-tron gibt es in verschiedenen Varianten. Dieser hier ist der 55 Quattro. Was die Zahlen angeht, da fasse ich mich mal kurz auf das Wichtigste. Wir haben eine praxisnahe Reichweite von 400 Kilometer, laden an einer DC-Ladesäule in gerade mal 30 Minuten von 0 auf 80%. Verbaut ist hier eine 95 Kilowattstunden Batterie. Diese liefert in Zusammenarbeit mit den leistungsstarken Elektromotoren 408 PS und bringt dieses 2,5 Tonnen schwere Auto in gerade mal 5,7 Sekunden auf 100 km/h. Bei 200 ist dann leider Schluss, da hat Audi abgeriegelt. Wie eben schon mal angeschnitten, sind die virtuellen Außenspiegel beim Audi e-tron eine absolute Besonderheit. Bei diesem futuristischen Look sind die Blicke auf der Straße auf jeden Fall garantiert. Mal genug vom äußeren Design, auch im Innenraum ist der e-tron absolut überragend. Hier hat sich Audi auch größtenteils von klobigen Bedientasten verabschiedet und selbst für die Klimaeinheit haben wir hier ein praktisches Touch-Display. E-tron ist wie Tür zu machen und zu Hause fühlen. Das war's mit meinem Video von heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Bis dann.